Jo, hallo Leute, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das seht. Mein heutiges Thema ist, ich muss ins Krankenhaus, der Schlaganfall, wie einige wissen, hat es mich ein wenig zerrissen. Zu viel gearbeitet, zu viel Ärger mit der Arge und zu viel Stress wegen Wohnung und den Schikanen, die man hier gegen mich macht. Ja, und irgendwann zu viel Zigaretten, zu viel Arbeit und zu viel Kaffee. Kam dann das aus und ich habe mir also gerade die Filmchen nochmal angeguckt und ich muss sagen, da sehe ich richtig scheiße aus. Ich meine, ich sehe immer scheiße aus, aber da sehe ich besonders scheiße aus. Und wie gesagt, das hat mich also arg zerrissen und es besteht oder bestimmt der Verdacht des Schlaganfalls, der von meiner Seite aus auch ja, da war. Und ich kann also nur jedem empfehlen, der sowas hat, wenn er also merkt, dass er Sprachaussetzer hat, dass die Optik nicht mehr so funktioniert, dass er nicht mehr richtig gehen kann, die linke Hand oder die rechte Hand nicht mehr bewegen kann, dann schleunigst ja, Richtung Krankenhaus in eine Stroke Unity zu gehen. Das sind also spezielle Station für Schlaganfallpatienten. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin hier zu Fuß, weil keine Busse fuhren, in die HEH Melverode gegangen. Habe dann Gott sei Dank auch eine Ärztin gefunden, die dann sofort den Krankenwagen gerufen hat. Und dann ging es dann zur Salzdahlemer Straße in die Stroke. Ne? Einen herzlichen Gruß an die Damen und Herren und die Ärzte, die da sind. Schönen Dank nochmal. Wie gesagt, die haben mich dann so ein bisschen aufgefangen. Wichtig dabei ist aber auch, dass ihr, wenn ihr sowas habt, selber mitmacht. Also sofort anfangt, die Aussetzer, die ihr habt, sofort zu bekämpfen. Ich habe das also auch gemacht, weil ich mehrere Freunde habe und Bekannte habe und meine Schwester, die also auch einen Schlaganfall hat oder hatte und hat. Und die nicht richtig therapiert worden sind, dann bleibt immer was zurück. Ich habe also auch noch so Kleinigkeiten, die ich beheben muss, wo ich dran bin. Aber im Großen und Ganzen habe ich sofort Gas gegeben, nachdem ich also ja, meine Blutverdünnung gekriegt habe und Sauerstoff und. Habe dann sofort gemerkt, dass beim Zählen was nicht stimmt, habe dann angefangen zu zählen. Ich konnte mich an den Tag nicht mehr erinnern. Die linke Seite wollte nicht so, wie sie eigentlich sollte. Ich habe dann alles mit links gemacht und wie gesagt, habe dann versucht, wieder schleunigst auf die Beine zu kommen. Und es ist auch im Großen und Ganzen hat es auch funktioniert, bis wie gesagt auf ein paar Kleinigkeiten. Und ja, wie gesagt, einen schönen Dank an die Ärzte und auch an die Schwestern, auch in der Neurologie. Das war die 1B, wo ich da war, wo ich dann dummerweise auch noch auf Quarantäne gekommen bin, weil ich ein Virus gekriegt habe. Aber es war ganz gut so, da hatte ich wenigstens meine Ruhe, obwohl ich gerne rausgegangen wäre, die 4 Tage, und wieder das Gehen geübt hätte. Ist mir ein bisschen verloren gegangen, aber im Großen und Ganzen habe ich das wieder. Also ich habe jetzt also auch wieder geschafft, Fahrrad zu fahren. Also wie gesagt, jeden, denen sowas passiert, wenn er es merkt, lasst euch nicht hängen und gebt sofort Gas, geht dagegen an, so wie ihr in einem Krankenhaus seid und legt euch nicht zurück und lasst euch in diese, ja, wie soll man sagen, in diese, man fällt in so ein, ja, man kann sagen, Wachkoma oder in eine angenehme Phase, da müsst ihr sofort raus und ihr müsst gegenhalten. Sonst, wenn ihr von Anfang an nicht gegenhaltet, was einmal verloren ist, das kommt nicht wieder. Ja, wie gesagt, so mein Bericht. Und ja, ich wollte da so ein kleines Musikstück zu bringen. Ich zeige also auch die Bilder des HIH, ein paar Bilder aus der, ja, aus der Salzdahlemer Straße und von Leuten, die mich besucht haben da. Ein bisschen mit Musik, so als kleines Dankeschön an die Ärzte, Schwestern, aber auch die Leute, die mich besucht haben und wieder aufgebaut haben. Und ich sag dazu noch später noch mal was. Erstmal Film ab, bitteschön. Ich glaub, mein Herz setzt aus. Ich muss ins Krankenhaus. Der Doktor sagt, ich hab'n Knall. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich muss ins Krankenhaus.
Ich hab einen Magenkrampf, aus meinem Hals kommt Dampf. Ich hab das Zucken in der Hand und ich verliere den Verstand. Ich muss ins Krankenhaus, ich halt's im Kopf nicht aus. Man lässt mich nicht mehr raus. Da hilft auch keine Medizin und ich muss immer wieder hin. Ich muss ins Krankenhaus. Wenn ich dich vor mir seh, tu mir die Knochen weh. Ich hab das Zittern überall, mein Gott, das Zittern nicht normal. Ich muss ins Krankenhaus. Da ist er wieder. Er ist ein bisschen angeschlagen, aber er ist immer noch da. So schnell wird er damit nicht los. Ach ja, ich bin ein kleiner Freund, der mich da am Leben hält. Und da kommt der Scheiß in mich rein. Damit ich ja einigermaßen klarkomme. Also, sieht ganz gut aus. Ja, bis auf was ein bisschen kribbelt im Gesicht, das Auge etwas zu ist, aber ansonsten. Ja, man kennt da nichts. So schnell kriegen sie mich nicht runter. Ne? Okay, bis demnächst. Auf diesem Kino. Tschüss. Auf dieser Leinwand oder in diesem Kino. Ich hab das Zittern überall, mein Gott, das ist doch nicht normal. Ich muss ins Krankenhaus. Hallo. Ja, jetzt bin ich 6 Tage hier drin. Ja, ich fühle mich irgendwie immer noch total scheiße. Ich habe jetzt noch ein komisches Virus gekriegt hier, Novavirus oder wie die Kacke heißt, und darf ich auch nicht raus. Und, kämpfe hier mit der Kloschüssel und ja. Ja, sieht ziemlich zerhopft aus und ziemlich angeschlagen und naja, zumindest habe ich meine Funktion wieder so einigermaßen unter Kontrolle. Also ich kann wieder einigermaßen kriechen, reden, sprechen. Und, naja, mal, abwarten. Okay, bis dann. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich muss ins Krankenhaus. Ich hab einen Magenkrampf, aus meinem Hals kommt Dampf. Ich hab das Zucken in der Hand und ich verliere den Verstand. Ich muss ins Krankenhaus, ich halt's im Kopf nicht aus. Man lässt mich nicht mehr raus. Da hilft auch keine Medizin und ich muss immer wieder hin. Ich muss ins Krankenhaus. Wenn ich dich vor mir seh, tu mir die Knochen weh. Ich hab das Zittern überall, mein Gott, das Zittern nicht normal. Ich muss ins Krankenhaus. Wenn ich dich vor mir seh, tu mir die Knochen weh. Der Doktor sagt, ich hab'n Knall, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich muss ins Krankenhaus. Ich habe weiche Knie. Ja, wie gesagt, das war der Filmbeitrag dazu. Schönen Dank ans HIA, schönen Dank an die Salzsalemerstraße, an das Krankenhaus, an die Stroke und an die Neurologie oder Neurochirurgie. Ja, fackelt nicht, wenn ihr irgendwas habt, geht relativ schnell hin, nicht, dass es euch erwischt. Und ja, ich werde weitermachen und wie gesagt, schönen Dank an alle. Und ja, gut, eine Reha hat man abgelehnt, aber war nicht anders zu erwarten, weil ich kriege ja hier von diesem Staat nichts. Das kennt man ja schon. Ja, wie gesagt, bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wieder sehen zu den nächsten Lucifer News in neuer Frische sozusagen. Ciao!